Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 16 Karrieremodus. Und ja, wir spielen weiter mit Liverpool. Das Team passt soweit, wobei ich heute mal, Moment mal, was spielt der auch eigentlich? Kann der auch, ja, Moment mal, der kann doch auch. Pass auf, wir lassen jetzt Coutinho mal für Henderson spielen und Henderson geht mal raus, da kommt mal Ibe rein. Wenn er so ausspricht, oder Ibe. Ich sage einfach Ibe. Ibe hört sich falsch. Ja, das hört sich scheiße an, also so es ist. Gut, weiter geht's. Ansonsten, das Team, ja, das passt soweit einfach. Ist egal. Wir fangen an. Möchten speichern. Und ich ruck mal ein bisschen vor. Moment, ich sitze mir nicht richtig. So. Und ja, dann geht's los, ne? Spielen gegen Arsenal. Gegen Arsenal London. Ach du Scheiße. Oh, das schwarze Trikot sieht schon sehr geil aus, ja. Muss ich schon sagen, doch, das sieht geil aus. Auf geht's. Bin gespannt, ob wir die auch so wegknallen. Ne, was heißt wegknallen? Wir haben ja ein bisschen glücklich in der letzten Minute immer gewonnen bei den letzten zwei Spielen. Aber, wenn wir Glück haben, wird es was, dass das Vorschau-Ding hier immer so leckt. Also, das, die Trainingsspiele. Das ist ein Witz auch. Ja, jetzt. Jawohl, auf geht's ins Spiel. Es regnet. Premier League, Liverpool against Arsenal London. My name is Martin Tyler. Okay, gut. Regen, Alter, wann habe ich das letzte Mal Regen gesehen? In FUT gibt es ja keinen Regen mehr, da gibt es nur noch Nebel. Irgendwie komisch, weiß nicht warum. War einfach dann nicht mehr da. Ganz am Anfang war noch Regen da, bin mir ziemlich sicher. Miralem Pjanic. Ah, die haben Pjanic gekauft, cool, wusste ich nicht. Egal, für 45 Millionen. Alter. Habt ihr Geld? Rooney, Ramsey, wie komme ich auf Rooney? So, Pjanic, mal sehen, ob der gleich mal hier heute ein Tor macht, das wäre der Hammer, aber ja, ich finde es nicht so geil, da wir gleich mal hier mit Sturridge durch. Petr Cech passt aber auf hinten, daher kein Tor für uns. Ah, nicht so schlimm. Milner. Sako. Kriegt den Ball gut runter. Regen ist überhaupt immer nicht so meins, also Regen ist echt ekelhaft. Ich weiß auch nicht, wie es bei FIFA 16 ist, weil FIFA 15 hatte ich immer ein bisschen, ja, Probleme mit Regenspielen, sag ich jetzt mal. Ja, Coutinho hatte ja auch ein paar Probleme mit der Ballannahme, wie es aussieht. Na, ja, wir kommen wieder nicht mehr an den Ball. So, Pjanic, Debuchy. Oder Debuchy, keine Ahnung, ich sag Debuchy. So ein bisschen so, Buschi, weißt du, ja. Frank Buschmann. So, Lana hat den Ball erstmal jetzt ausgeballert. Ein sehr langsames Spiel bis jetzt. Da will er hinwerfen, das weiß ich auch. Aber kommt leider nicht hin. Koscielny, Ball in aus. Hinaus, Ball hinaus. Können wir sehr gut Deutsch heute. Coutinho bringt die Flanke. Da steht Ibe. Aber der Ball kommt nicht zu ihm, sondern zum Gegenspieler. Cassola, Cassola, Cassola. Jedes Mal Cassola. Wieder raus auf Alexis. Der nimmt den Ball leider schon zu spät an. Und steht dann schon im Aus, fast auf der Tribüne, möchte ich sagen. Ja, das war ein schlechter Einwurf. Cassola. Auf Ramsey. Ah, wieder auf Walcott. Raus auf Debuchy. Ja. Die Flanke ist einer für... Die Flanke ist einer. Ich wollte sagen, der Ball ist einer und die Flanke ist scheiße. So. Also der Ball ist für Mignolet bestimmt. Aber leider weiß ich hier gar nicht, was hier mit dem Spiel los ist. Irgendwie ist das richtig komisch. Es geht nicht wirklich viel, aber Walcott schießt und Tor. Da geht nicht wirklich viel, sagte er und kassierte das 1:0. Eieiei. Unnötig, unnötig. Natürlich mit links geschossen. Ist ja auch Rechtsfuß. Och man, ey. Naja, gut. Ärgerlich, aber pff. Ist halt so. So, wir laufen nicht durch. Das bringt gar nichts. Hey, lieber gegen London verloren als gegen Norwich City oder so. Wunderbar. Lallana sieht jetzt Sturridge. Der nochmal auf Iberogast. Ibe, komm. Das ist jetzt mal auch schon ein Tor gemacht. Can. Na, oh, Mann, seine Scheißballername. Walcott, Santi, Cassola.
Und die lassen den Ball hier laufen. Sakko, Abwehrfehler, läuft einfach zurück. Ich kann gar nichts machen. Oh, Mignolet, Gott sei Dank. Kennt ihr das? Manchmal ziehen die den Verteidiger einfach raus und du kommst gar nicht mit dem raus. Kannst gar nichts machen. Ja, wir sind hier in FIFA. So ist es. Gut. Mignolet. Ja, der ist da. Knallt mich auch gleich mit um, der Typ. Cassola. Ah, du flankst heute nicht, Junge. Er flankt trotzdem. Und Mignolet hat ihn aber. Da ist auch Lallana, Coutinho. So, wir laufen jetzt erstmal ein bisschen mit Coutinho. Und da jetzt wieder auf Lallana. Der kann jetzt nach innen vielleicht. Ne, wieder vorbei. Und jetzt nach innen mit dem Berbatov-Spin. Und Schuss! Und Kopf und... Ja, nee. Emre Can mit dem Schuss auf Ramsey. So kommen wir hier nicht durch. Coutinho, Milner und Sturridge ist durch. Wunderbar! Aber Cech klärt wieder. Wie kommt Cech an diesen Ball? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie... Was für Reaktionen der Mann hier hat. Unglaublich. Also manchmal kannst du einfach der Mannschaft von Liverpool das hier nicht recht machen. Ich weiß nicht, wie ich den hätte reinschießen sollen. Milner aber jetzt nochmal mit dem Schuss. Und da sitzt er. Gerade hat er sich noch beschwert, warum wir nicht abgegeben haben. Im gleichen Zug macht er das Tor selbst. Wunderbare Hereingabe von Lallana. Leider ohne großen Erfolg, aber dann... Was laber ich? Mit viel Erfolg. Ohne großen Erfolg. Soll er direkt reinschießen. Und dann Milner hier. Wunderbar angesetzt. Tor. So, Walcott. Wollt das Spiel neu aufbauen. Per Mertesacker. Über Koscielny, Monreal. Wieder Koscielny, Ramsey auf Sanchez und der macht hier den Fehlpass. Milner hat den Ball. Can macht ein bisschen Übersteiger. Ibe hat den Ball. Kann aber leider nicht so gut passen wie der Rest. War auch etwas schwierig zu Sturridge zu passen. Und Walcott. Milner. Ja, oh, dann kriegt er wieder. Ja, wir haben keine Chance mit Ibe hier durchzukommen, weil Ramsey da noch am Start ist. Ah, Gott sei Dank, ey. Ich muss mir zu das Niesen verkneifen und dann ich muss... Ah, und ich konnte nicht hingucken. Scheiße. Alter. Oh. Oh, Entschuldigung. Gott sei Dank ist jetzt Halbzeit, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das machen soll. So voll die Fresse verzogen, so... Ich will nicht niesen. Nein. So war das jetzt ungefähr. So, Lallana hier erstmal. Super Rabona-Flanke auf Can. Der ist überhaupt nicht beeindruckt. Knallt hier erstmal Alberto Moreno ein Ding ran. Achso, Klein. Klein, No-Touch-Dribbling vorbei. Flanke. Und da steht Daniel Sturridge. Ja! Ich bin Ronaldo, Alter. Wie geht das? Online gehen solche Flanken nicht. Ich kriege online keine Flanke geschissen und hier geht's. Die Scheiße geht. Nein, Alter, wir haben ein Tor gemacht. Geil. 2-1. Wir sind mal wieder in Führung. Wieder die Londoner, wieder hier richtig gechillt. Hier erstmal über Walcott. Der rennt ein bisschen, dann bleibt er stehen, dann läuft er ein bisschen, dann bleibt er stehen, dann guckt er, wer da mitgeht, dann geht der Bucci mit, Pjanic. Pjanic versucht den Schuss, leider ist er Rechtsfuß und schießt am Tor vorbei. Ist jetzt ein bisschen verärgert, sieht aus, als wäre er erdolcht worden. Aber ja, Mignolet sagt da, ja, ist mir egal, ich stoß ab. Moreno kriegt den Ball auf Can. Can sieht, dass seinen Kollegen laufen. Pjanic klärt. Was sage ich immer klärt? Hält den Ball. Ich will immer hält fest oder will irgendwie blockt sagen. Und dann sage ich immer klärt. Ich sage immer klärt. Klärt mir das mal einer auf. Was? Okay, gut. Moreno. Oh, der zieht einfach vorbei. Fehler von der Buschi. Und jetzt hier nochmal auf. Sturridge, der schießt drauf und Cech. Nein. Lallana kommt da leider nicht mehr ran. Heute kein Tor für Lallana. Aber vielleicht wird es noch. Lallana ist nämlich ein Supermann. Oh, da zieht er schon wieder durch. Hier nochmal den Spin nach innen. Und, oh. Okay, mehr Glück kann man gar nicht haben, wie wir jetzt da durchgekommen sind mit Lallana. Das war fast ein bisschen mies schon. Und hier wird nochmal Mertesacker getunnelt. Der denkt sich also, hier? Was wollt ihr von mir? Lege ich in die Eis, sondern dann passt es. Nee, auf jeden Fall. Kein Tor.
weil den Ball schlecht getroffen haben. Pjanic verteilt die Bälle aber dennoch sehr, sehr stark. Giroud. Ramsey, wir wechseln mal aus. Hier haben wir noch Zeit. Wir bringen jetzt einfach mal Benteke, weil der ist hier so in der Form ein bisschen nach unten gegangen. Und ja, der lassen wir mal spielen. Can geht mal raus. Und ansonsten lassen wir das für heute nochmal so. Einfach nur, dass wir ein bisschen durchwechseln. Moment, da wieder raus. Und zack, weiter geht's. Sollen wir nur sehen, dass wir kein Tor kriegen. Oh, Giroud. Giroud hier nochmal ein ganz schön Brett. Hammer, ein Bretthammer, alles klar, ein Hammer rausgehauen. Aber leider geht er nicht genau in den Knick, wie man es gern hätte normalerweise. So, Alberto Moreno kriegt den Ball hier auf Ibe, aber der kriegt leider hier überhaupt nicht den Ball unter Kontrolle gescheit. Aber anscheinend war das jetzt ein Freistoß, verstehe nicht ganz, egal. Coutinho. Ja, kommt an Özil überhaupt nicht vorbei. Özil so, ja, mach mal. Jetzt haben die natürlich Platz. Ja, Giroud stand aber im Abseits. Daher kann Özil jetzt nicht passen. Er muss jetzt flanken. Er muss flanken, bringt die kurze Flanke. Aber Mignolet war schneller, oder? Würde ich sagen. Krass, Alter. Jetzt habe ich gerade jetzt gedacht. War echt gut gemacht. Giroud! Mignolet ist wieder da. Krass. Aber das wird jetzt echt ein Tor werden können oder müssen. Ich bin mir nicht sicher. Aber haben wir noch gerade mal Glück gehabt. So. Abstoß, soweit ich weiß. Jo, Abstoß. Vielleicht kriegen wir den hier auf Philipp Coutinho. Naja, nee. Nicht wirklich. Mesut Özil jetzt wieder in die Mitte. Der Pass auf Koscielny, der jetzt ein bisschen die Stürmerrolle mit übernimmt da vorne. Oh, da kriegen wir gerade nochmal den Pass auf James Milner. Milner kann schießen und im letzten Moment kommt Monreal und sagt, nee, du mach ja keine Tor. Du schießt, du haben schon ein Tor. Sehr gut. Monreal auf Özil über Pjanic, der die Pässe hier wieder mit Druck bringt. Und Giroud raus auf Walcott und kommt er da nochmal ran? Nein, Sakko klärt vorher den Ball ins Aus. Wunderbar, Einwurf aber. Es ist hier noch nichts vorbei. Wir haben noch 7 Minuten zu spielen und da kann jetzt nochmal ein Kopfball kommen. Und alles nur, weil Koscielny stürmt. Was macht Mignolet da? Er kann nicht parieren. Der Ball geht durch den Arm oder wie sehe ich das? Ich weiß nicht, was er macht, wenn er die Arme hoch tut, hat er den Ball. Also schlechte Parade, sehr, sehr schlecht von Mignolet gerade. War ein starker Kopfball, aber den kann man trotzdem haben, weil aus dem Winkel, er stand ja da, sag ich jetzt mal. Wir gehen mit dem Spin nach innen, Nordhard Stribling vorbei und da wird eine Grätsche gesetzt, die perfekt landet hier. Özil. Also da ist ein kleiner Torwartfehler, ja, weiß ich nicht, ob man das als Fehler einstufen kann, aber ich hätte den schon gerne gehalten, sei jetzt mal. Es ärgert mich ein bisschen, jetzt hätte echt überhaupt nicht sein müssen, aber vielleicht lag es auch am Regen, ich bin mir nicht sicher. Klein will jetzt nochmal hier die Bälle rausbringen, aber hat auch nicht so richtig geklappt. Firmino kommt auch mehr. Die schieben uns jetzt richtig in unsere eigene Hälfte. Unglücklich für uns jetzt hier in dieser Stelle, aber noch ist das Spiel nicht aus, nämlich jetzt ist das Spiel aus. 2:2 die Partie hier zu Ende gegen FC Arsenal. Ja. Machst du nichts, haben wir 2:2 gespielt. So geht es hier im Fußball. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weiß nicht, warum hier immer steht, keine Spiele verfügbar. Ach, weil wir am Montag spielen vielleicht? Bin mir gar nicht so sicher. Nee, eigentlich, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Sehen wir schon noch. Egal. Chelsea weiterhin auf Platz 1. Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber gut. Das mal, also ist nicht so realitätsgetreu. Ansonsten Tottenham hinter uns im Rücken. Punktgleich, wir sind alle punktgleich. Also von daher nichts verloren. Wir gewinnen einfach das nächste Spiel und dann sieht es schon wieder besser aus für uns hier. Gegen West Ham United. Da sollte doch ein Sieg drin sein, Leute. Auch gute Mannschaft, nicht zu unterschätzen, das ist klar. Aber da ist auf jeden Fall ein Sieg drin. Tottenham Hotspurs verpflichtet Carlos Vela für 33 Millionen. Ey, was ist hier los, ey? 33 Millionen, Carlos Vela.
Noch so ein Affe. Oh nein, der ist genauso OP wie so ein paar Leute halt. Nationaltrainer. Ach du Scheiße, England, 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 Belgien, Belgien. Aktuell ist er auf Deutschland, ja, aus Deutschland brauche ich jetzt überhaupt nichts. Sind aber alle noch da für dieses Spiel jetzt, oder? Also, ihr spielt jetzt erstmal wieder Coutinho, der ist ja auch viel besser auf dem Flügel. Und Firmino kriegt nochmal eine Chance hier. Genauso wie Benteke eine Chance kriegt, mal von Anfang an zu spielen. Touré spielt jetzt noch einmal fürs Grittel, der gefällt mir nicht ganz so sehr. Ansonsten geht's uns ziemlich gut, was die Mannschaft hier betrifft. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis dahin, haut rein und tschüss.